Mäuschen quält sich hier gerade den Berg hoch. Sehr schön, Mäuschen. Und Mirk wird wieder mitzählen. Ja, ist hier fahrt zwar flaches Land, aber hier ist es doch ein bisschen bergig, ne? Ein paar kleine Berge. Ja. Ne? Dann gehen wir mal auf diesen Hochstand hoch und dann können wir das von oben mal sehen. Ja, Mäuschen ist auch da. Bis jetzt ist ein sehr schöner Fahrradweg, nur von der Heide haben wir noch nicht allzu viel gesehen. Aber wir sind auch erst ein Viertel rum. Und mal, wir werden mal abwarten. Wetter hält sich im Augenblick. Ist auch kein weiterer Regen angesagt. Ab und zu kommen hier ein paar Sonnenstrahlen durch. Bisschen windig, aber im Augenblick haben wir den Wind hinter uns. Von hinten. Besser als ewig von vorne, so wie es eben gerade noch war. Aber es ist halt eine Outdoor-Sportart oder beziehungsweise eine Outdoor-Angelegenheit, Fahrradfahren. Ja. War ein schöner Weg eben, ne? Fand sie nicht so schön, glaube ich. Ich glaube, Mäuschen fand den Weg eben nicht so schön. Er war so 50 cm breit und Fahrräder rüberschleppen über Bäume und war alles nass und war nicht gut.
Naja, Lüneburger Heide. Ich würde mal sagen, bei bestem Wetter, kein Regen, kein nix, auch nicht mehr angesagt, fahren wir hier schön durch die Lüneburger Heide. Schöner Radweg. Was will man mehr? Na gut, war ein bisschen Gravelstrecke dabei jetzt von 2 Kilometern, aber naja, war ein bisschen aufgeweicht und matschig, weil es 2 Tage vorher hier ordentlich gegossen hat. Mit Gewitter und allem drum und dran. Aber, und da aus diesen kleinen Kisten, ich weiß nicht, ob man das sehen kann, da hinten sind die kleinen Kisten, kommt denn der Heidehonig, das sind Bienen. Ja, schick.